Hallo, wenn du zu Faulheit tendierst und Dinge generell aufschiebst, ist dies hier genau das Richtige für dich. Diese Hypnose enthält Binaural Beats, die dein Gehirn in den passenden Zustand für eine sehr tiefe, somnambulistische Hypnose versetzen. Deshalb empfehle ich dir, das Ganze mit Kopfhörern anzuhören, um die volle Wirkung auskosten zu können. Sehr wichtig ist auch, dass du dir die Hypnose 30 Tage lang jeden Tag anhörst, um die optimale Wirkung zu erreichen. Diese Hypnose ist sehr stark, hör sie dir deshalb niemals beim Autofahren an oder beim Betätigen schwerer Geräte. Viel Spaß beim Loswerden deiner Faulheit. Suche dir einen Ort aus, an dem du es dir bequem machen und ungestört sein kannst. Du kannst dich auf das Sofa oder in einen bequemen Sessel setzen oder dich in dein Bett legen. Bereit? Nun beginnt deine Reise der Entspannung. Deine Augen brauchst du noch nicht zu schließen. Versuche nun, besonders im Schulter- und Nackenbereich, deine Muskulatur zu entspannen. Lass deinen Kiefer ganz locker und atme tief durch deine Nase ein und durch deinen Mund aus. Versuche, deinen Körper dabei immer mehr zu lockern. Es sollte sich so anfühlen, als würdest du in deinen Platz hineinsinken. Versuche nicht, dich zwanghaft zu entspannen. Die Entspannung wird schon zu dir kommen, indem du dich auf meine Stimme und auf meine Anweisungen konzentrierst. Wenn deine Konzentration nachlässt, dann versuche dich wieder auf meine Stimme zu fokussieren. Die Entspannung muss nicht perfekt sein, um Erfolge damit zu erzielen. Lass uns beginnen. Wenn du fühlst, dass die Entspannung schon eintrifft, entspanne deinen Nacken und deine Schultern und finde eine bequeme Position für diese Bereiche. Denk dran, wenn du die Suggestionen hörst und willst, dass sie wirklich funktionieren, ist es deine Aufgabe, an der richtigen Einstellung festzuhalten. Und die richtige Einstellung ist ganz einfach und lautet: Mir gefällt diese Suggestion und ich weiß, dass sie bei mir funktionieren wird. Atme schön tief ein, fülle deine Lungen komplett auf und halte kurz die Luft an. Und wenn du ausatmest, schließe deine Augen und lasse eine wundervolle Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper fließen. Versuche, den psychischen Druck, den du jetzt womöglich noch auf dir hast, einfach aufzulösen. Es ist ein Druck, den so gut wie jeder von uns hat, und dieser entsteht durch unser alltägliches Leben. Doch das wird dich in diesem Moment nicht aufhalten. Entspanne dich einfach und lass los. Lass alle Sorgen und Probleme los. Ich bitte dich jetzt, deine Augenlider komplett zu entspannen. Entspanne deine Augenlider so tief, wie es nur geht. Solange du dich nicht dafür entscheidest, die Entspannung aufzulösen, werden deine Augenlider schön entspannt bleiben und sich nicht von der Stelle rühren. Entspanne deshalb deine Augenlider so tief, wie du nur kannst.
so tief, dass sie nicht mehr funktionieren. Denk dran, du bist Herr über deinen Körper. Und wenn du die Suggestion zulässt, dann wird sie genauso eintreffen. Halte die Entspannung aufrecht und mache jetzt den Test, um zu prüfen, ob die Entspannung tief genug ist, dass deine Augenlider tatsächlich nicht mehr funktionieren. Bewege dafür deine Augenbrauen hoch und runter. Deine Augenlider werden sich trotz der Bewegung nicht von der Stelle rühren. Sie werden vollkommen tiefenentspannt liegen bleiben. Sehr gut. Du kannst jetzt mit dem Test aufhören. Entspanne jetzt deine Augenlider noch viel tiefer als zuvor schon. Stelle dir jetzt die Entspannung, die du in deinen Augenlidern hast, ganz genau vor. Und lasse sie bis zur Spitze deines Kopfes steigen. Entspanne alle Muskeln um deinen Kopf herum. Spüre einfach die wunderschöne Entspannung. Lass sie zu und schicke sie jetzt durch deinen ganzen Körper. Sie fließt durch deinen ganzen Körper wie eine warme, angenehme Welle der Entspannung. Wenn du die Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper sendest, fühle wirklich, wie die Entspannung wellenartig von der Spitze deines Kopfes bis zu deinen Zehenspitzen durchdringt. Erlaube jedem Muskel und jedem Nerv, sich zu entspannen. Lasse dir wirklich Zeit, jeden Muskel und jeden Nerv in deinem Körper zu entspannen. Spüre, wie dein Körper immer entspannter und ruhiger wird. Jetzt möchte ich, dass du dich nochmal viel tiefer entspannst, um die Entspannung in einen sehr tiefen, angenehm schweren Punkt zu bringen. Es ist ganz einfach. Gleich bitte ich dich darum, deine Augen aufzumachen und dann wieder zu schließen. Dies wird für dich ein Signal sein, eine warme Welle der Entspannung durch deinen Körper zu senden, so dass dein Körper sich sofort um ein Vielfaches tiefer entspannt. Wenn du es willst und zulässt, steht der Entspannung nichts im Wege. Okay. Öffne jetzt deine Augen und jetzt schließe deine Augen und sende eine Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper. Um ein Vielfaches entspannter, um ein Vielfaches tiefer, schwerer, angenehmer. Sehr gut. Nutze deine ganze Vorstellungskraft und stell dir einfach vor, wie dein gesamter Körper von einer warmen, weichen, sicheren Decke der Entspannung umhüllt ist. Ab diesem Zeitpunkt wird dir jeder Atemzug, den du machst, dabei helfen, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen.
Gleich werde ich dich wieder darum bitten, deine Augen aufzumachen und wieder zu schließen. Und wenn du auf meine Anweisung hin deine Augen aufmachst und wieder schließt, verdopple die Entspannung, die du jetzt bereits besitzt. Du musst es einfach nur wollen und es wird nach deinem Willen auch so geschehen. Okay, öffne deine Augen. Und jetzt schließe deine Augen und verdopple deine Entspannung. Lass vollkommen los. Erlaube dir, jeden Muskel und jeden Nerv tiefer als je zuvor zu entspannen. Sehr gut machst du das. Okay, in dem Moment, in dem ich dich gleich noch einmal bitte, deine Augen aufzumachen und wieder zu schließen, verdopple deine Entspannung ein weiteres Mal. Fühle die unglaublich angenehme Entspannung über dich hereinbrechen und genieße diesen Zustand. Nun, mach deine Augen auf und schließe sie. Tiefer, tiefer und noch tiefer entspannen. Lass alles vollkommen los. Ich möchte jetzt, dass du einen Bodyscan durchführst. Das heißt, eine Tour durch deinen ganzen Körper machst und schaust, ob irgendwo an deinem Körper noch irgendwas verspannt ist. Selbst wenn du eine kleine, verspannte Stelle findest, sende einen winzigen Hauch deiner Entspannung an die jeweilige Stelle. Und löse so die Verspannung auf. Lass vollkommen los und erlaube es dir, dich noch viel tiefer zu entspannen. Wenn du dich jetzt mit jedem Atemzug und mit jeder Sekunde, die vergeht, weiterhin entspannst, sei dir dessen bewusst, dass du nicht in einen Schlaf verfällst. Du bist einfach nur entspannt. Du kannst alles um dich herum sehr klar und deutlich hören. Der einzige Unterschied ist nur, dass jedes Geräusch, das du hörst, dich immer weiter, tiefer entspannen lässt. Das Einzige, was dich aber wirklich interessiert, ist meine Stimme. Erlaube deshalb jedem Geräusch, das du hörst, und vor allem meiner Stimme, dich immer tiefer in die Entspannung zu bringen. Immer tiefer und tiefer. Du machst das sehr gut. Du hast jetzt deinen Körper wunderbar entspannt. Fühlt sich das nicht großartig an? Jetzt möchte ich von dir, dass du deine Psyche nun genauso gut entspannst, wie du eben schrittweise und mit wunderbarer Leichtigkeit deinen Körper entspannt hast. Wenn sich deine Seele entspannt, bist du noch vollkommen im Klaren. Nur der ganze Druck, den man vom Leben hat, verschwindet völlig und du fühlst dich glückselig. Es ist sehr leicht,
eine mentale Entspannung zu erlangen. Und ich werde dir auch dabei behilflich sein. In dem Moment, in dem ich anfange, rückwärts ab der Zahl 100 zu zählen, erlaube es dir, mit jeder Zahl, die ich aufzähle, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. So tief, so schön und so friedlich mit jeder einzelnen Zahl. Bei der Zahl 97 angelangt oder sogar früher, wenn du es so möchtest, wirst du deine Seele schon so tief entspannt haben, dass du gar nicht nach weiteren Zahlen schauen wirst. Du wirst einfach feststellen, dass die restlichen Zahlen, die nach der 97 kommen würden, einfach verschwunden sind. Du hast einfach alle Zahlen, die danach kommen würden, aus deinem Bewusstsein raus entspannt und fühlst dich danach einfach nur fantastisch. Es ist schön, endlich mal die ganzen Zahlen loszuwerden. Diese Zahlen verfolgen dich den ganzen Tag. Es ist wunderschön, sie einfach mal für eine kurze Zeit verschwinden zu lassen. Sie sind jetzt für dich nicht mehr wichtig. Du musst einfach nur wollen, dass es passiert. Und es wird dann mit Leichtigkeit dazu kommen. Okay, wir beginnen mit 100. Entspanne dich mental doppelt so tief. Fühle, wie deine Seele dabei ruhiger, klarer und friedlicher wird. 99. Entspanne dich mental nochmal doppelt so tief und lasse langsam die Zahlen immer dunkler und durchsichtiger werden und mach, dass sie langsam verschwinden. Merke, wie gut es sich anfühlt. Merke, wie deine Seele sich immer friedlicher, entspannter und ruhiger fühlt. 98. So wunderschön, so ruhig, so entspannt, so friedlich. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer. Noch eine Zahl, und wenn sie noch nicht weg sind, dann lasse sie jetzt einfach alle verschwinden. 97. Lass sie jetzt alle gehen. Lass sie alle gehen. Mach, dass sie alle weg sind. Sie sollen alle aus deinem Bewusstsein verschwinden. Du brauchst sie nicht mehr. Falls sie jetzt doch noch da sind, dann lösche sie alle endgültig. Lass sie alle verschwinden. Nur du kannst es tun. Ich kann es nicht für dich tun. Lass sie einfach alle gehen. Und sie werden gehen, wenn du sie dazu bringst. Sie sind nicht wichtig für dich,
und du kannst dich von ihnen befreien. Aber falls sie jetzt doch nicht alle weg sind, mach dir deshalb keine Sorgen. Sie werden nach und nach verschwinden, wenn ich jetzt einfach weiter mit dir rede. Ich möchte jetzt, dass du deinen Körper und deinen Geist zusammen als Team entspannst. Diesmal werde ich von 10 bis 1 zählen. Mit jeder Zahl, die ich nenne, erlaube es deiner Seele und deinem Körper, sich immer tiefer zu entspannen. Wenn ich dann die Zahl 1 erreicht habe, bist du physisch, mental, seelisch, geistig und spirituell um ein Vielfaches entspannter als davor. Du musst es einfach wollen. Du musst es fühlen. Und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt. 10. Dein Geist wird viel entspannter und viel friedlicher. 9. Erlaube allen deinen Problemen komplett zu verschwinden. 8. Tiefer und tiefer entspannen. Tiefer, viel tiefer entspannen. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Erlaube jedem Atemzug, dir dabei zu helfen, dich viel tiefer zu entspannen. Du hast jetzt eine Entspannung erreicht, die mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer wird. Erlaube es dir jetzt, mit jedem Wort, das ich sage, dich viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir, mit jeder Sekunde, die vergeht, dich viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir, mit jedem Herzschlag, den du spürst, dich viel tiefer zu entspannen. Und je tiefer du dich entspannst, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer entspannst du dich. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer mit jedem Wort, das ich sage. Immer tiefer und tiefer. Lasse vollkommen los. Konzentriere dich nur auf meine Stimme. Jedes Geräusch, das du hörst, bringt dich dazu, dich noch viel, viel tiefer zu entspannen. Und auch jedes Wort, das ich sage, bringt dich dazu, dass du dich immer tiefer und tiefer entspannst. Du bist so unglaublich tiefenentspannt. Das fühlt sich gut an, nicht wahr? Dein Geist ist nun offen und empfänglich für die nun folgenden Suggestionen und du wirst ein überwältigendes Verlangen verspüren, den Botschaften, die du erhältst, nachzukommen, da dir das Gewicht und die Wirkung meiner Worte bewusst ist.
Dein Unterbewusstsein nimmt diese Botschaften an und versteht sie. Denn ihm ist klar, dass jetzt die Zeit für dein Leben gekommen ist, Form anzunehmen und sich in die Richtung zu bewegen, die du dir wünschst. Du hast genug davon, Dinge auf ein anderes Mal zu verschieben und nie etwas erledigt zu bekommen. Und hast dir als Ziel gesetzt, alles zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Wegen den bisherigen Umständen hast du eine zunehmende Unzufriedenheit mit dir selbst gefühlt, weil du dein volles Potenzial nicht verwirklicht hast. Und deshalb bist du heute hier. Du weißt genau, dass jetzt die Zeit ist. Nicht morgen oder übermorgen oder nächste Woche. Denn selbst du, der in der Faulheit ein gewisses Maß an Bequemlichkeit siehst, selbst du fängst an, ungeduldig zu werden, wenn Aufgaben unerledigt bleiben oder sich verzögern. Und du siehst, wie sich die Aufgaben häufen und dich überwältigen. Davon hast du genug. Und das Wort jetzt nimmt eine neue Bedeutung für dich an. Nicht nur die Dinge zu tun, die du jeden Tag tun musst, sondern dich befreit und bereit zu fühlen, um all die wunderbaren Dinge zu tun, die du wirklich tun willst. Jetzt ist die Zeit. Das Ziel hier ist es, dir ein Win-Win-Gefühl zu vermitteln. Ein Gefühl der Zufriedenheit, das ganz dein eigenes ist. Denn du gehst das an, was dich belastet und runterzieht und machst was Positives draus. Mit dem Erledigen von Dingen, die du tun musst und willst, erhältst du zweierlei Belohnung. Die Genugtuung, dich selbst überwunden zu haben und die, deine Ziele aktiv zu verfolgen. Du bist Herr über dein Leben. Du hast die Macht, nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Und das ist dir nun bewusst. Jetzt weißt du, wie das Gefühl, gewonnen zu haben, dich zu einem Champion macht und Dinge jetzt zu tun, eine Qualität ist, die du jetzt besitzt. Vorbei sind die Tage, an denen du zögerst und Dinge auf die lange Bank schiebst. Das waren die Tage, an denen du unorganisiert und unruhig warst. Das war ein altes, unerwünschtes Muster, das sich wahrscheinlich entwickelt hat, als du noch recht jung und weniger reif warst. Damals hattest du noch nicht das enorme Gefühl der Befriedigung erlernt, dass du nun mit sofortiger Wirkung spürst, wenn du siehst, dass eine Aufgabe gut erledigt wurde. Aber dieses wunderbar befriedigende Gefühl ist jetzt eines, das du besitzt. Wenn du Dinge erreichst, die du dir vorgenommen hast. Du lernst jetzt, wie du Prioritäten setzen kannst, indem du eine Liste mit den Aufgaben erstellst, die du zuerst erledigen willst. Und es ist so einfach umgesetzt, weil du deine Liste nachts machst, bevor du schlafen gehst. Auf diese Weise kann dein Unterbewusstsein die besten und befriedigendsten Methoden für dich aussuchen,
um deine Wünsche zu erreichen. Und das, während du schläfst. Ohne, dass du auch nur einen bewussten Gedanken daran verschwenden musst. Stattdessen lernst du zu vertrauen. Wirklich zu vertrauen. In deine inneren Ressourcen. Wissend, dass du jetzt mehr weißt, als du glaubst zu wissen. Und instinktiv vertraust du dir selbst, um deine Zeit wirklich gut zu nutzen. Und du weißt, dass jetzt die Zeit ist. Nicht morgen oder am nächsten Tag oder sogar nächste Woche, sondern jetzt. Jetzt. Du beginnst, ein Gefühl der Dringlichkeit zu spüren, wenn du aufstehst. Ein starkes Verlangen, deine Liste abzuarbeiten und nicht nur die Dinge zu tun, die du tun musst, sondern auch die Dinge, die du wirklich tun willst. Und wenn du deine Liste abgearbeitet hast und all die Dinge abgehakt hast, die du jeden Tag erledigt hast, gratulierst du dir zu einem produktiven Tag. Und was für ein gewaltiges Gefühl der völligen Zufriedenheit du hast. Jetzt, wo du wirklich weißt, dass du gewonnen hast, du besitzt diese guten Gefühle, diese starken, positiven Gefühle, wenn du jetzt etwas tust. Nicht später oder morgen oder übermorgen oder sogar nächste Woche, sondern jetzt. Jetzt weißt du wirklich, wie es sich anfühlt, dich von diesen alten Gefühlen der Unzufriedenheit zu befreien und dich wirklich gut zu fühlen. Und wenn es seltene Tage gibt, die es unweigerlich geben wird, an denen du nicht alles schaffst, was du dir vorgenommen hast, wegen unerwarteter Unterbrechungen oder Anforderungen an deine Zeit, fühlst du dich noch entschlossener, am nächsten Tag dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Und du tust dies nun mit einem erneuerten Gefühl von Energie und Dringlichkeit. Denn du erkennst nun, dass dieses neue Muster ein Erfolgsmuster ist, das du dir vorgenommen hast. Und es wird dir sehr wichtig, es jetzt einfach zu tun. Ich werde für einen Moment oder zwei still sein, und in der Stille möchte ich, dass du wirklich die Bedeutung des Wortes jetzt in deinem Leben spürst. Was bedeutet es jetzt für dich? Ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl der Errungenschaft, weil du weißt, dass du gewonnen hast. Oder ein gutes Gefühl, das ganz dir gehört. Lass dein Unterbewusstsein diese Botschaften jetzt auf seine eigene Art und Weise wahrnehmen. Jetzt.
Jetzt bringe deinen Verstand zurück zum Klang meiner Stimme und wisse, dass diese Veränderungen bereits beginnen, in deinem Leben stattzufinden. Und jetzt kannst du all die guten Gefühle besitzen, die aus dem Wissen entstehen, das du gewonnen hast. Du organisierst jetzt deine Zeit und beendest die Aufgaben, die du beginnst. Und anstatt die Dinge auf morgen oder übermorgen zu verschieben, entscheidest du, dass du jetzt einen Anfang machst, während es noch frisch in deinem Kopf ist. Und nachdem du den Anfang gemacht hast, hast du ein überwältigendes Verlangen, weiterzumachen, bis du das positive Ergebnis siehst, dass du eine Aufgabe gut erledigt hast. In einem Moment werde ich bis zu der Zahl 3 zählen und bei 3 bist du bereit, dein neues Erfolgsprogramm zu beginnen. Dein Geist ist mit all der Entschlossenheit und Motivation gefüllt, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Um nicht nur die Dinge in Angriff zu nehmen, die du jeden Tag tun musst, sondern auch die Dinge, die du wirklich tun willst. Du wirst auch angenehm überrascht sein, festzustellen, dass, obwohl du mehr mit deiner Zeit machst, indem du jetzt mehr Dinge tust, du jetzt tatsächlich mehr Zeit hast, als du dachtest. Was für dich bedeutet, dass du gewonnen hast. Du bist in einer Win-Win-Situation und du fühlst dich gut dabei. Und diese Suggestionen sind fest in deinem Unterbewusstsein verankert und werden von Tag zu Tag stärker und stärker. Sie werden von Tag zu Tag stärker, von Stunde zu Stunde stärker, von Minute zu Minute stärker. Und sie zeigen ihre Wirkung genau jetzt. Also, bringe dich bei 3 zurück und genieße wirklich diese Gefühle der Zufriedenheit, die du rechtmäßig besitzt. Okay. Jetzt werde ich bis zu der Zahl 3 zählen. Bei 3 machst du deine Augen auf. Du fühlst dich frisch, locker, glücklich und entspannt. Und dir geht es wirklich sehr, sehr gut. Falls du jetzt schlafen möchtest, dann brauchst du bei 3 deine Augen nicht zu öffnen, sondern kannst dann tief und fest einschlafen. Tief und fest einschlafen. Und die Suggestionen werden sich während deines Schlafes noch tiefer in dein Unterbewusstsein verankern. 1. Komme langsam wieder in deinen normalen Zustand zurück. 2. Dein Puls und dein Blutdruck kriegen für dich die optimalen Werte. Bei 3 machst du deine Augen auf oder schläfst weiter, je nachdem, wie du dich entschieden hast. Du fühlst dich pudelwohl, dir geht es so gut wie lange nicht mehr. Du fühlst dich glücklich, erholt und frisch. 3.